Arkanthos ist zurückgekehrt. Wir sind gerettet. So, ihr schnell hier raus. Und ihr randaliert hier ruhig ein bisschen. Ihr drei geht wieder beten. Und die Verbesserungen hier erforschen, die fast nichts mehr kosten. Und ihr zieht euch mal alle allesamt zurück. So. Zieht euch alle zurück. Ihr holt euch hier jetzt das Gold ab. Ihr geht hier weiter. Und ich habe immer noch keine Triremen. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Dass ich da zwei feindliche Triremen in meinem Hoheitsgewässer habe. Die einfach so auf meine Fischquote schießen. So. Ich denke mal, truppenmäßig, um mich zu verteidigen, habe ich genug. So, wie viele Fischkutter sind gestorben? Sieht bis jetzt nur nach einem aus. Hier sind zwei. Noch einer ist gestorben. Okay. Wo sind meine Gefangenen? Ernsthaft? Ist jetzt noch vier? Ist einer gestorben? Na gut. Hier sind es nochmal vier und hier sind es nochmal drei. Das reicht dann. Ich schick mal die hier oben lang. Ja, meine Armee bleibt hier einfach mal zurück und bewacht den Eingang. Weil für viel mehr brauche ich die eigentlich gar nicht zurzeit. Du kannst ruhig mal hier bleiben und die beiden Kolosse einsacken. Die sind nämlich so dann viel schneller. So, euch lasse ich hier raus. Ihr könnt nämlich die drei Hydren damit dann kalt machen. Und ja, genau. Die Werfter belagern. So, das läuft besser. Was machst du eigentlich? Ja, das bringt nicht mehr viel. Außer ich will Elite-Myrmidonen haben. Hey, ihr da drin. Hallo. Erstmal hier die Infanterie weg und dann die drei Hydren. Dafür reichen meine Helden mehr als ausreichend. So.
Welche? Gut. Ihr auf die Insel da unten. Prostagma. Lege, Prostagma, Lege, Prostagma. Volume. Und ihr könnt schon mal vorgehen. Esto. Prostagma, esto, Volume. Hier den Turm einreißen von mir aus. Während ich hier auf meine... Ja, das kriegen sie sogar ziemlich gut hin. Ich hätte gar keine... Kolosse gebraucht. Oh, stimmt, das spawnt ja eine... Miliz. So, hier noch ein... Turm. Und wir haben es eigentlich geschafft. Das Schiff dürfte ankommen. Ihr kommt da auf das Schiff. Ihr macht die Stallung da kaputt, das schafft ihr, Leute. Und ihr könnt Akanthos mal helfen, da drauf zu hauen. Ja, hier sammeln sich tatsächlich nochmal Truppen. So. Ich habe schon mal 13 von denen auf die Insel gebracht. Noch die 3 und dann habe ich es geschafft. Dann können wir uns um die letzte Mission dann kümmern. Jo. Hammerschiffe verbessern. Hier werden Schiffe schneller ausgebildet. Pentecotta, Konter. Brauchen wir eigentlich auch keine. Geschwindigkeit von Karawanen erhöhen. Und ja, man sieht, wir haben jetzt viel zu viele Rohstoffe mittlerweile. Also eigentlich könnten wir ganz Atlantis zurückerobern mit den Rohstoffen, die wir jetzt haben. Aber das vergönnt uns die Mission leider nicht. Dafür haben wir jetzt gewonnen. So, ich gehe erstmal ins Kampagnenmenü. Denn die letzte Mission, wie man schon sieht, ein Platz in meinen Träumen. Wie Akanthos zu Beginn der Kampagne gesagt hat, jeder, der Atlantis bedroht, dem ist ein Platz in seinen Träumen gewiss. Und dass wir die letzte Mission damit auch ansagen. Und ich denke mal, ich mache das Resümee, bevor wir in die letzte Mission gehen. Also von dieser Aufnahmesession. Also, Mission 31, willkommen zu Hause. Akanthos muss Atlantis evakuieren, bevor die Stadt Gargarensis Truppen zum Opfer fällt. Ein Platz in meinen Träumen. Der Entscheidungskampf zwischen Akanthos und Gargarensis findet am Tempel des Poseidon in Atlantis statt. Dann starten wir mal. Akanthos, ein Zyklop. Er ist in den großen Tempel gegangen. Versteht ihr jetzt, warum Poseidon wollte, dass ich im Trojanischen Krieg kämpfe? Das letzte Tor ist hier. Was? Kronos, Altehrwürdiger, gebt mir meine Belohnung. Nehmt sie mit und geht. Ohne euch gehen wir nirgendwo hin. Tut, was ich gesagt habe, bitte. Bringt sie von hier fort. Bringt die anderen sicher auf die Boote. Ich kümmere mich um Gargarensis. Jo.
Schreien Sie zum mythischen Zeitalter voran und errichten Sie ein Weltwunder. Zeus würde Ihnen dann eine Gabe gewähren. Das heißt, erster Schritt, wir müssen Ressourcen sammeln. Und wir müssen uns auch wirklich nur darauf konzentrieren. Auf Sammeln von Ressourcen und nichts anderes. Das heißt, wir brauchen mehr als genug Dorfbewohner. Und wie man sieht, wir haben zwei Verbündete, nämlich die Vorhut von Abydos und Lothbroks Clan. Und die schicken uns netterweise kontinuierlich Ressourcen. Ja. Schwerpunkt Weltwunder. Weltwunder sind riesige, kostspielige Gebäude, die mythischen Zeitalter zur Verfügung stehen. Unter der Standardgewinnbedingung der Vorherrschaft beginnt ein Countdown, sobald ein Weltwunder errichtet wurde. Steht das Weltwunder nach Ablauf des Countdowns noch, so haben sie das Spiel gewonnen. Ein Sieg durch das Errichten des Weltwunders ist jedoch nicht unter allen Gewinnbedingungen und in allen Szenarien möglich. Schreien Sie zum mythischen Zeitalter voran, die von Ihnen verbündeten Wikinger und Ägypter werden Ihnen gelegentlich Einheiten zur Verfügung stellen. Schützen Sie Ihre Dörfer, um diese Einheiten weiterhin zu erhalten. Erobern Sie die Schatzkammer von Atlantis zurück, um schneller Rohstoffe zu sammeln. Für jeden zerstörten Tempel des Poseidon wird Zeus Sie mit dem göttlichen Zauber Meteoritensturm belohnen. Also ja, ich könnte theoretisch hier oben die Schatzkammern zurückerobern, aber das ist weniger als nötig. Ach ja, und wir hätten da noch einen Kornspeicher gehabt. Auch gut. Und ja, unsere ersten Truppen stehen zur Verfügung. Gut. Gold sammeln. Und für ein Weltwunder brauchen wir, soweit ich weiß, auch 1000 Holz, genau. Wir konzentrieren uns jetzt also voll und ganz aufs Ressourcen sammeln. Wir lassen die Schatzkammern, wir lassen die Tempel in Ruhe. Einzig, was wir machen, ist ein paar Ausbildungsgebäude errichten. Hier vorgelagert. Und ja, unsere Ressourcengewinnung zu beschleunigen, das wäre auch noch so eine Sache, die wir machen sollten. Wir schreiten natürlich mit Hephaistos ins nächste Zeitalter. Wundern uns, warum wir warum wir nicht genug Bevölkerungslimit haben. Wir haben gar kein einziges Haus, oder? Nein, wir haben nur das Dorfzentrum. Das heißt, wir können mal hier 4 Häuser errichten. Okay. Das war jetzt unnötig. Toller Rundungsfehler. Ich habe nämlich ein Holz zu wenig gekriegt. Dadurch, dass ich das Gebäude eingerissen habe. Also fällen wir halt den Baum hier. So, Gold haben wir schon mal genug. Hauptproblem wird halt die Nahrung sein, wie immer.